Die wahre Geschichte einer Liebesaffäre, die die spanische Royalfamilie in die Knie zwang, die Versprechen, die der Podcast Corinna and the King macht, lassen Explosives erahnen. Nun packt die Ex-Geliebte Corinna zu sein Wittgenstein des spanischen Altkönigs Juan Carlos I. 84 dort aus und erzählt ihre Wahrheit über den Monarchen. Im Podcast Ausgepackt. Schon ein Trailer gab Hörern einen Vorgeschmack auf die pikante Story. Darin packt sein Wittgenstein unter anderem aus, dass er nicht nur ein Doppelleben geführt, sondern ein Fünffachleben geführt habe. Außerdem habe er sie, etwa 10-mal am Tag angerufen, jeden Tag. Er habe ihr, hunderte Briefe, geschrieben. Weiter sagt sie, habe Juan Carlos etwas Verrücktes an sich und etwas ziemlich Erbarmungsloses, alles gehe um Selbsterholung. Harte Worte über den damals noch amtierenden König. Der sie am Ende der Beziehung bedroht und belästigt habe. Lesetipp, Corinna zu sein Wittgenstein, Geliebte von Spaniens König packt aus. Corinna zu sein Wittgenstein verklagt Juan Carlos. Corinna zu sein Wittgenstein, die Tochter eines Dänen und einer Deutschen, die früher Corinna Larsen hieß, fasste sich Jahre später ein Herz. Sie reichte in ihrer Wahlheimat London eine Zivilklage gegen Juan Carlos ein. Im März 2022 begann die erste Verhandlung gegen Spaniens Altkönig wegen einer Belästigungsklage. Die heute 58-Jährige machte laut Angaben des Gerichts geltend, sie und ihre Familie seien zwischen 2012 und 2014 bedroht, in ihre Häuser sei eingebrochen und sie überwacht worden. Dies sei durch den damaligen Chef des spanischen Geheimdienstes CNI, Felix Sanz Roldán, und CNI-Agenten im Auftrag von Juan Carlos geschehen. Sein Wittgenstein klagte deshalb auf Schadenersatz. Juan Carlos, der von 2020 bis 2022 im Exil in Abu Dhabi lebte, hat die Vorwürfe zurückweisen lassen. Das Verfahren gegen Juan Carlos wurde erst möglich, nachdem der High Court entschieden hatte, dass sich der Altkönig nicht auf Immunität vor der Justiz berufen kann. Podcast-Reihe gestartet, während es vor Gericht wieder ernst wird, startete gleichzeitig die Podcast-Reihe, in der Corinna zu sein Wittgenstein der Moderatorin ihre Sicht der Dinge schildert. In den ersten zwei Folgen berichtet sie noch von einem charismatischen und warmherzigen Juan Carlos, Szenen ihrer anfänglichen Liaison. Ferner packt sie über die Finanzen des Altkönigs aus und spricht über den tödlichen Schuss auf Juan Carlos, Bruder im Jahr 1956. Quelle: www.vip.de